Ja, da sind wir wieder bei Far Cry 3. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Ja, und genau das müssen wir jetzt hier irgendwie machen. Ich darf jetzt niemand sehen, bis ich mich umgezogen habe. Betritt den Zenote über die Treppe. Über welche Treppe und B? Tummelt sich denn hier so rum? Ja, da kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Also zum einen mal bin ich hier irgendwie an der falschen Stelle rausgekommen. Und zum anderen, ich habe keine Ahnung, wie ich das da, ja vor allem das da, den da ausschalten soll. Weil, also Waffen habe ich jetzt keine. Keine, die ich aktivieren kann. Sagt er mir nur Seilrutsche benutzen. Steht nicht während der Mission zur Verfügung. Super. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. So, niemanden töten, aber. Aber im Prinzip muss ich den hier doch. Wieder Geld zu Hause. Nächstes Mal. Paradies am Arsch. Oder kann ich da einfach so runtergehen? Nee, bestimmt nicht. Er hat ja gesagt, ich, niemand soll mich sehen. Nee, das wollte ich doch nicht. Nur noch 3 Wochen, dann geht's nach Hause. Wie zur Hölle soll das gehen? Ups. Was ist das? Ja, okay. Entweder muss ich da wirklich mit Steinchen arbeiten. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Ja. Aber hab dich doch mal nicht so. Verzocke ich bloß immer alle. Was ist das? Ja, geh ruhig da mal ganz weit weg. Schweineficker! Ich kann nicht in das Loch springen, zu riskant. Du glaubst, ich lüge, aber es ist wahr. Ich sage nicht, dass du lügst. Oder du liegst falsch. Das schon sehen. Die Zeit ist mein Freund. Ich habe doch recht. Alle sind deine Freunde. Du sagst, dass ich nicht bin. Ich sage, du liegst falsch. Hey, oh, shit. Niemanden töten, bloß keinen Alarm auslösen. Pass auf, was heute jetzt macht.
das mit der Hocke, das haben wir ja schon längst begriffen, aber... Diese Kackhitze. So. Gehen wir einmal hier rum. Wo müssen wir jetzt hin? Kommen wir hier runter? Ja, das sieht gut aus. Naja, immerhin ein Job. Könnte natürlich jetzt versuchen, in seinem Rücken vorbeizuschleichen. Dann schlafe ich wieder in meinem eigenen Bett. Ah, hör auf, mit dir selbst Gespräche zu führen. Das darf nur ich hier. Unfassbar, dass der mehr kriegt als ich. Was? Hey! Ah, fuck, jetzt habe ich beide hier drauf aufmerksam gemacht. War vielleicht nicht. Ich halte besser die Ohren gespitzt. Was war das? Mann, jetzt bin ich hier mehr wert, als ich verdiene. So. Da konnten wir uns jetzt auch nochmal vorbeischleichen. Sand und Wasser, Sand und Wasser. Überall nur Sand und Wasser. Wir scheißen mal da aufs Geld. Shit. Mistviecher. Kommen wir jetzt an dem vorbei? Ich bin nass geschwitzt. Konnte ich nur den da irgendwie ablenken, aber nicht seinen Freund hier. Kann er eventuell da rüber gucken? Hey. Gerade hier hin gucken gehen. Fällt mir das wohl ein. Hallo? Ja, jetzt kommt er wieder zurück. Jetzt habe ich den Kanal aber voll. Ich schon lange. Mann, ich bin mehr wert als die paar Mücken.
Dann habe ich ein Bett. Ein richtiges. Hm? Okay, an dem sind wir halbwegs vorbei. Ich hoffe, der sieht uns da nicht. So leuchtet die hier so komisch. Naja, immerhin ein Job. Das Problem wird jetzt sein, an ihm vorbeizukommen. Ein richtiges Bett, das könnte ich jetzt brauchen. Können wir das... Scheiß Ungeziefer. Was zur... Ja, geh mal nach rechts gucken. Genau. Mann, warum muss ich in so einer Latrine pennen? Schwupp. Hm? Ich sollte einen besseren Weg finden. Nee, oder? Ist ja nicht so, als würde hier Boba Fett persönlich hier rumstehen. Wie soll ich da denn jetzt bitte schön einen alternativen Weg finden? Steinchen hinwerfen. Und jetzt ein kühles Bier. Hab mich verhört. Schmeißt du mir jetzt das Ding hier an die Rübe? Ich kann dich hören. Plopp. Plong. Oh oh. Ich verlange mehr Geld. Das habe ich verdient. Das war gerade ein Steinchen zu viel. Alternativen Weg. Nee, yes. Oh, da ist nichts dabei. Hey, hey. Also damit konnten wir sie jetzt auch nicht wegloppen oder sowas. Ah.
sein, dass der mehr verdient. Also ich habe nicht die blasseste Ahnung, wie wir an denen da jetzt allen vorbeikommen. Wer sieht mich denn da? Er da. Gewitter. Oh, Himmelhilfe, ey. Dieser blöde Absatz da auch. In 3 Wochen habe ich Heimaturlaub. Los, erledigen wir das. Steht direkt da vor mir. Wo ist er hin? Okay, packen wir es an. Oh shit. Ich schaff das. Da komme ich doch niemals vorbei. Da ist nichts dabei. Dann mal los. Was war das schon wieder? Doch nicht. Wer ist denn das? Okay, packen wir. Vielleicht bin ich etwas nervös. Oh Gott, ey. So, und jetzt auf Holzschiff klettern. Das wird ein Kinderspiel. Kann ich endlich meine Waffen wieder benutzen? Lautlos einen Rekruten, okay. Die Ärmel verdecken die Tattoos. Okay, packen wir es an. Sam, ich bin soweit. Hier steht, der Typ heißt Foster. Also, wie soll ich mich verhalten? Wie Foster? Denk dran, sei leichtgläubig. Du musst die eigene Lüge glauben, damit es klappt. Okay. Du trägst eine Söldneruniform, wir werden dich nicht angreifen, solange du so nicht provozierst. Okay. Okay. Da ist nichts dabei.
Ich bin Foster. Hallo, hallo. Und los, heute kommt zur Inspektion seiner neuen Männer. Stellt euch alle auf zur Abnahme. Auf Scan vorbereiten. Sauber. Nächster, Hi. Na los, bewegt euch. Alles klar. Na los, dann geht los. Bist du sauber? Okay, Buchlo. Nächster. Alles gut, Foster. Merci. Psst. Brauchst du irgendwie Kohle? Fuck ja, warum bin ich sonst hier? Das wird ein Kind. Ein Boss von hier namens Vaas ist umgebracht worden. Sein Reich liegt offen da. Seine Jungs machen ein Schweinegeld. Das können wir auch. Was ist mit Holt? Holt hat andere Probleme. Das ist wie am kalten Buffet. Das Beste ist schnell weg. Wir sollten uns bedienen, oder? Aber absolut. Okay, hör dir die Rede an. Hey, wenn du irgendwem von diesem Gespräch erzählst, bist du tot. So bin ich doch sowieso. Okay, packen wir es an. Okay. Hey. Nabend, Nabend. Okay. Ah, meine rotbäckigen neuen Rekruten. Wir sitzen da drin. Ich werde nicht lügen. Wir sind wegen der Kohle hier. Aber es ist das Glück meiner Männer, das mich morgens aufstehen lässt. Mein Vater, er ruhe in Frieden, war Diamantensucher. Musste immer bei Tagesanbruch raus, brauchte eine Zigarette und dann verschwand er in der Erde. Für diesen wundervollen... wundervollen Mann war diese Firma Gott. Mit derselben Ehrfurcht behandle ich mein Geschäft hier. Und von euch erwarte ich das auch. Also, es gibt nur drei Firmenregeln, die befolgt werden müssen. Erstens, beschützt mein Produkt. Fickt sie ruhig, aber seid nett. Zweitens, jeder Wilde wird erschossen. Drittens, alle Gewinne gehören mir. Ich bin ein netter Chef. Doch brecht ihr nur eine dieser Regeln. Ich bloß nicht alles anfangen. Dann brate ich euch auf dem Grill, bis eure Haut aufplatzt wie ein Würstchen. Gut, genug geredet. Diese Wilden wollen mein Lebenswerk zerstören. Meinen ganzen Stolz. Weist sie in die Schranken. Oh, fast vergessen. Special des Monats. Eure eigene Insel. Wenigstens ein fester Job. Den Kopf von Jason Brody. Yay, ich bin eine ganze Insel wert. Alles klar? Wie geht's? Okay, mit dem Boot verlassen. Wenigstens kein Regen. Guten Abend, guten Abend. Das heißt, ich muss wieder schwimmen oder komme ich da irgendwie anders hin? Wir tauchen mal. So, die werden natürlich jetzt bestimmt... ein bisschen angepisst sein, wenn ich jetzt das Boot klaue. Verfolgt mich keiner, aber bestimmt gleich. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl dabei. Sam, ich bin gerade vom Boot runter. Oh, jetzt kannst du dich da frei bewegen. Aber lass dich auf keinen Fall bei irgendwas Verdächtigem erwischen. Wie
töten, erwürgen, sprengen oder so. Blaffen, Jason. Einer von Hoyts Leuten hat mir was angeboten. Eine Gruppe Verräter plant, ihn zu bestehlen. Ich glaube, wenn ich die umlege, wird Hoyt mir vertrauen. Ah ja, eine Dresdner Rochade. Die beste Wahl. Noch schneller wäre es gewesen, Jason Brody zu töten. Aber das fällt ja wohl aus, was? Ich habe die Verräter von drinnen überwacht. Sie haben drei Hauptmänner. Und einer hat vielleicht eine Personalliste mit allen Beteiligten bei sich. Töte sie. Besorg die Liste. Und ich werde Hoyt wissen lassen, was für ein guter Soldat du bist. Wo ist Ihre Basis? In einem alten Tempel. Ich gebe dir die Koordinaten. Okay. Geh zum alten Tempel. Wo ist der alte Tempel? Blub, blub, blub. Gott, da oben. Da hätten wir vielleicht dann doch zuerst sämtliche Tower hier freischalten sollen. Okay, aber jetzt in der Uniform werden uns halt diese... Ja, die Söldner wohl nicht angreifen, aber bestimmt unsere Rakyat-Freunde. Ich lasse es mal, glaube ich, drauf ankommen. Mal gespannt, sind das Rakyat-Freunde oder... Nee, das sind Söldner. Okay, natürlich können wir jetzt so nicht in unsere Basen da eindringen. Aber sehr wahrscheinlich hier ins Camp Echo. Ah ja. Ah, okay. Deswegen kann ich die nicht einnehmen, weil ich jetzt halt in dieser Verkleidung drin bin. Und so habe ich auf jeden Fall immer noch so einen Rückzugsort. Allerdings ohne irgendwie Einkaufsmöglichkeiten zu haben. Hm, das ist natürlich blöd. Okay, aber ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Und wir sehen uns dann irgendwie in der nächsten. Bis dann.